Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte. Ich begrüße Sie herzlich zur ersten Veranstaltung unserer politischen Bildungsreihe, auch im Namen meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Sie und auch wir als Veranstalter sind also Zeugen eines großartigen Momentes. Menschen werden aktiv. Wir, die Veranstalter, haben diesen Vortrag organisiert. Sie, die interessierten Zuhörer, investieren ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit für ein wichtiges, ja brennendes Thema unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Welche Idee liegt diesem Abend zugrunde? Unsere Gesellschaft unterliegt aktuell vielen Veränderungsprozessen und Krisensituationen. Auch gestandenen Bürgerinnen und Bürgern fällt es da schon manchmal schwer, die Orientierung zu behalten. Wie wollen wir aus dieser Zeit hervorgehen? Sollen andere das Leben gestalten und bestimmen, das wir führen? Oder wollen wir selbst gestalten und dafür sorgen, dass unsere Bedürfnisse Raum und Berücksichtigung finden? Und sich das gesellschaftliche Zusammenleben zum Guten für alle Menschen entwickelt. Um Bedürfnisse zu erkennen, Zusammenhänge zu verstehen und ein verändertes Handeln entstehen zu lassen, braucht der Mensch Wissen. Und Wissen entsteht durch Bildung. So war es die Idee von Hans Helmut Heinrich, einen Arbeiterbildungsverein im Sinne der Geschichte der Arbeiterklasse ins Leben zu rufen. Heute erleben wir gemeinsam eine Premiere. In den folgenden Monaten wird es immer wieder Bildungsabende zu interessanten Themen geben. So ist der Plan. Für das Thema Gesundheitswesen als Auftaktthema entschieden wir uns, weil nach klatschenden Menschen auf Balkonen während der Pandemie es doch wieder sehr still geworden ist um die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Dabei betrifft uns dieses Thema alle. Es muss vielen Menschen klar werden, was auf uns zukommt, wenn das Gesundheits- und Pflegewesen, so wie es heute ist, zusammenbricht und die Versorgung und Pflege kranker und alter nicht mehr gewährleistet werden kann. Also keine Angst, ich werde jetzt nicht zu jeder Folie Aphorismen oder kluge Sprüche bemühen, aber ein, zwei, drei sind mir einfach eingefallen, als ich diesen Vortrag vorbereitete. Sprüche wie etwa: Der Gesunde hat 1000 Wünsche, der Kranke hat nur einen. Oder jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Oder alt werden ja, aber alt und krank? Nein. Gesundheit und Pflege betreffen uns alle. Wir alle gehen unseren Lebensweg ausgehend von der Kinderzeit über Jugend und das Erwachsensein bis hinein ins Alter. Und jeder von uns hat Mütter, Väter, einige haben Geschwister, Kinder, Partner und Partnerinnen. Und auch wir selbst bekleiden viele dieser sozialen Rollenbilder, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und weil er ohne soziale Kontakte nicht überleben könnte. Eine Gesellschaft, die begriffen hat, welch großen Stellenwert Gesundheit und Gesundheitsfürsorge für das soziale Miteinander und damit auch für das Potenzial und für die Ressourcen der Menschen zur Erwirtschaftung materiellen Wohlstands hat, wird die Gesundheitsfürsorge, die Gesundheits- und Pflegepolitik zu einem der bedeutenden Mittelpunkte
ihres Handelns machen. Stellen Gesundheit und Pflege in unserer heutigen Gesellschaft einen bedeutenden Mittelpunkt dar? Oder wurde das Gesundheitssystem in den letzten Jahrzehnten regelrecht kaputtgespart? Begleiten Sie mich bei dem Versuch einer Beschreibung des Ist-Zustandes und einer Spurensuche nach Antworten und Ausblicken. Weshalb fiel die Wahl als Referentin für dieses Thema auf mich? Mein Name ist Christine Knabe. Ich bin examinierte Krankenschwester mit umfangreicher praktischer Erfahrung ambulant wie stationär. Ich habe Sozialarbeit studiert und in verschiedenen Sozialdiensten von Pflegeeinrichtungen gearbeitet und unterrichte seit Mitte der 90er Jahre Pflegekräfte in verschiedenen Ausbildungsgängen. Zuerst möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Was glauben Sie, wie viel Prozent Ihrer Rente müssen Sie im Alter für Ihre Pflege einsetzen? Machen Sie sich eine kleine Notiz mit Ihrer Antwort und legen Sie diesen Zettel zur Seite. Wir kommen im Laufe des Vortrags darauf zurück. Lassen Sie mich an den Anfang meiner Ausführungen diese Karte stellen. Wir sehen auf dieser Karte farblich getrennt die alten und die neuen Bundesländer, aber das ist hier nicht vordergründig. Mir geht es um die Darstellung des föderalen Systems. 16 Bundesländer zusammengeschlossen zu einem Bund. Legislative, Judikative, Exekutive finden sich auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Daraus ergibt sich eine Vielfalt der Aufgabenstellung und der Aufgabenteilung in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber eben auch in der Gesundheitspolitik. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. So steht es in Artikel 20 des Grundgesetzes. Im Absatz 2 dieses Artikels steht, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und dass das Volk nicht nur die entsprechenden Vertreter wählt, sondern sich darüber hinaus auch in wichtigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, zum Beispiel am Arbeitsplatz, in den Pflegeheimen, in Universitäten und in Schulen, einbringt, um mitzugestalten. Das liest sich sehr gut und hört sich sehr gut an. Entspricht es unserer Lebenspraxis? Diskutieren wir, gestalten wir, regieren wir Bürgerinnen und Bürger mit? Tun wir es im richtigen Maße? Lässt man uns tun? Haben sich demokratische Prozesse beinahe unbemerkt abgenutzt? Ist die Demokratie vielleicht in Gefahr? Während der Corona-Pandemie wurde unser Land kräftig durchgeschüttelt. Meinungen waren verschieden, Toleranz zu üben fiel manchem schwer. Länder und Bund verhielten sich oft unterschiedlich, die Bürger suchten Orientierung. Wir alle haben so etwas wie die Corona-Pandemie noch nicht erlebt. Und in jeder Krise steckt auch eine Chance. Viele Prozesse sind deutlicher sichtbar geworden in diesen Jahren, die in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, in einem demokratischen Sozialstaat mit Meinungsfreiheit und allem Drum und Dran nicht optimal vonstatten gehen, die nach Veränderung, ja nach Verbesserung rufen. Aber das muss Thema eines eigenen Vortrags sein. Für heute bleiben wir beim Gesundheitswesen und der Pflege.
Schauen wir uns die verschiedenen Institutionen einmal an, die das Gesundheitswesen in Deutschland organisieren. Wenn Bürger an das Gesundheitswesen denken, dann wahrscheinlich zuerst an ihren Hausarzt. Den besuchen sie ja ab und an. Und die Apotheken, die braucht auch hin und wieder jeder mal. Manchen fällt vielleicht auch der Zahnarzt oder die Zahnärztin ein oder die Physiotherapiepraxis, in der seine Rückenschmerzen behandelt wurden. Das sind die Leistungserbringer in der Gesellschaft. Die Krankenhäuser und die Pflegeheime, ich will mal hier darauf hinweisen, weil wir kommen dann im Verlauf des Vortrags ganz speziell auch noch zu diesen Einrichtungen, gehören ja auch dazu. Auf der nächsten Folie sind die Bereiche Information, Ausbildung und Forschung, Herstellung und die Leistungsempfänger näher dargestellt. Die Institutionen, die informieren, dazu gehören die Patientenverbände, die verschiedenen Selbsthilfeorganisationen, die in den einzelnen Stadtbezirken meistens über die Gesundheitsämter Anleitung finden und organisiert werden, Pflegestützpunkte, die beratend tätig werden, Berufsverbände. Das sind alles Institutionen, die informieren. Und dann haben wir die Einrichtungen der Ausbildung und Forschung. Dazu gehören die Schulen und Ausbildungsstätten ebenso wie die Universitäten und Fachhochschulen. Wer sind die Hersteller im Gesundheitswesen? Dazu gehört zum einen die Pharmaindustrie und natürlich auch die Hersteller von Medizinprodukten, die ganzen Medizintechnikhersteller. Anders farblich dargestellt haben wir hier die Leistungsempfänger. Zu denen gehören die Bürger und ganz im Speziellen die Patienten. Wie finanziert sich das Gesundheitssystem? Bei der Finanzierung des Gesundheitssystems finden wir hier die vier wichtigen Säulen wieder, nämlich einmal die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung. Das sind ja vier wichtige Säulen aus dem System der sozialen Sicherung, die natürlich dann bestimmte Leistungen übernehmen. Wir haben die Direktzahler. Zu den Direktzahlern gehört zum Beispiel die Künstlersozialkasse oder die Bundesagentur für Arbeit. Und diese großen Institutionen erhalten natürlich ihre Beitragsgelder, Gelder über die gesetzlich Versicherten und über die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, über Privatversicherte und schlussendlich natürlich auch vom Steuerzahler. Das ist die Finanzierung. Auf der nächsten Ebene befinden wir uns im Bereich der Gesetzgebung. Hier gibt es eine Vielzahl der beteiligten Institutionen, neben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dem Robert-Koch-Institut, dem Paul-Ehrlich-Institut, also allen auf dieser Folie in grün unterlegten Einrichtungen, die vor allem aufklärende und informierende Funktion haben und dem Gesundheitsministerium zuarbeiten, sind nebenher hier diese ganzen vielen Ministerien ebenso an der Gesetzgebung im Bereich Gesundheit beteiligt. Seit 2004 gibt es den gemeinsamen Bundesausschuss als Instrument der Selbstverwaltung, und zwar der Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen. In diesem Ausschuss wird zum Beispiel über die
Leistungskataloge beraten, die gesetzliche Krankenkassen vorhalten. Ja, es ist eine schier unüberschaubare Fülle an Personen, Einrichtungen, Institutionen und Organisationen, die das Gesundheitssystem, das deutsche Gesundheitssystem regeln, organisieren, leben und finanzieren. Gehen wir noch einmal zurück zu den Leistungserbringern im Gesundheitswesen und schauen uns an, wer Träger von Einrichtungen im Gesundheitswesen ist. Hier haben wir einmal und ganz sparsam öffentliche Träger, zum Beispiel die Universitätskliniken. Es gibt die frei gemeinnützigen Träger. Da gibt es große Verbände, das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel oder die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie, die Caritas, die ihrerseits Krankenhäuser und oder Pflegeheime betreiben können. Und wir haben eine Vielzahl von privaten Trägern, die ebenso Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen betreiben. Und ich werde später dann nochmal drauf eingehen. Problem ist hier einfach diese Ausrichtung auf eine Gewinnmaximierung und auf das Erzielen von Renditen. Schauen wir uns jetzt als nächstes mal an, wie so ein Krankenhaus finanziert wird. Im Zentrum der Folie sehen wir die Bürgerinnen, den Bürger, die zum einen durch Steuern und Beiträge zur Finanzierung des Gesundheitswesens beitragen, aber gleichzeitig auch Leistungsempfänger sind. Die Krankenversicherungen, die die Beiträge des Bürgers verwalten, zahlen die Betriebskosten des Krankenhauses und die Bundesländer die Investitionskosten. Ja, Betriebskosten hier unten. Investitionskosten. Geregelt ist all dies im Krankenhausfinanzierungsgesetz. Pflegeheime finanzieren sich etwas anders. Hier zahlt die Pflegeversicherung, in die der Versicherte eingezahlt hat, die Pflegeleistung. Für Unterkunft und Verpflegung kommt der Pflegebedürftige mit seiner Rente auf. Reicht seine Rente und seine Ersparnisse hierfür nicht auf, muss er beim zuständigen Sozialamt einen Antrag auf Hilfe zur Pflege stellen. In einigen Bundesländern, aber wirklich nur vereinzelt, gibt es das sogenannte Pflegewohngeld. So, noch eine dritte Form der Leistung zur Pflege müssen wir uns anschauen. Das sind die häuslichen Pflegedienste. Wie gestaltet sich die Finanzierung in der häuslichen Pflege? Da haben wir zum einen die Rahmenverträge, die die Pflegedienste mit den jeweiligen Krankenkassen also haben, ne? Es gibt also die Berufsverbände haben meist Vertragsverhandlungen mit dem Verband der gesetzlichen Krankenkassen und daraus resultieren diese Rahmenverträge. Und auf Basis dieser Rahmenverträge können die Pflegedienste eine bestimmte Summe für eine bestimmte Leistung als Preis erheben. Ambulante Dienste erbringen Behandlungspflege. Zur Behandlungspflege gehören Injektionen, Verbände, das Stellen von Medikamenten oder auch das Verabreichen von Medikamenten unter anderem. Und diese Leistungen zahlen die Krankenkassen. Die Körperpflege und das Zubereiten von Nahrung oder die Wäschepflege beim Pflegebedürftigen wird über die Pflegeversicherung finanziert.
Aber auch hier steigen stetig Zuzahlungen der Pflegebedürftigen. Liegt das Problem im System? Die Frage drängt sich auf. Aber schauen wir zunächst auf ein weiteres Qualitätsparameter unseres Gesundheitssystems, nämlich schauen wir uns die Situation der Pflegekräfte an. Recherchiert man im Internet, findet man viele Zahlenangaben, wie viele Pflegekräfte denn in der Praxis fehlen. Am realistischsten erscheint mir die Zahl 200.000. 200.000 Pflegekräfte in Pflegeheimen und Krankenhäusern, davon allein 4.000 auf Intensivstationen. Das ist eine Menge und mit diesem Mangel war schon lange zu rechnen. Der kam nicht über Nacht. Ja, es gibt eine demografische Veränderung der Bevölkerung. Sie sehen die Lebensbäume von 1910 und von voraussichtlich 2025. Und man erkennt hier deutlich die veränderten Bevölkerungszahlen oder anhand der veränderten Bevölkerungszahlen, dass um 1910 noch deutlich mehr junge Menschen in einer Gesellschaft lebten, als es ältere waren. Aber nun gab es viele Einflussfaktoren, die unsere demografischen Bedingungen verändert haben. Die Menschen leben länger, die Gesundheitsvorsorge, die Gesundheitsversorgung ist eine andere. Es gibt geburtenschwache Jahrgänge. All das nimmt Einfluss auf die Zusammensetzung der Bevölkerung. Und wir erkennen, dass wir hier plötzlich einen Lebensbaum haben, der beinahe auf dem Kopf steht und bei dem es halt weniger junge Menschen gibt, aber doch deutlich mehr Menschen älterer Jahrgänge, die natürlich auch mit zunehmendem Alter mit Sicherheit mehr pflegebedürftig werden. Und das hat auch noch mal einen zusätzlichen oder verstärkt zusätzlich die Situation des Mangels an Pflegekräften. Mehr pflegebedürftige Menschen brauchen mehr fachkompetente Pflege. Für die Mitarbeiter in der Pflege bedeutet das heute schon mehr Überlastung durch Unterbesetzung. Dazu kommt eine Bezahlung, die nicht unbedingt optimal ist. Freie Tage, die aufgeschoben werden müssen, eine schlechte Work-Life-Balance, eine fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das macht alles zusammen, dass unterm Strich die Unzufriedenheit mit dem Beruf wächst. Eine professionelle, qualitativ adäquate Pflege immer mehr unmöglich wird und die Kolleginnen und Kollegen ausbrennen, innerlich kündigen und schlussendlich aus dem Beruf abwandern. Diese Unterbesetzung und die große Fluktuation aus diesem Bereich führt zur gefährlichen Pflege und schafft Situationen, die den Patienten oder den Pflegeempfänger in Gefahr bringt. Es sind keine ausgedachten Geschichten, es sind Berichte mitten aus der Praxis, dass Bewohner, Patienten Essen auf den Nachttisch gestellt bekommen, aber niemand da ist, der ihnen dieses Essen anreicht. Das Essen wird abgeräumt, der Patient hat nicht gegessen. Oder aber Menschen bekommen früher, als es notwendig ist, Inkontinenzmaterial, weil die Zeit nicht da ist, um mit ihnen zur Toilette zu gehen. Lagerungsintervalle werden verlängert. Ja, also nicht zweistündlich Seitenwechsel, um Druckgeschwüre zu vermeiden, sondern dann geht es halt nur alle 4 Stunden oder alle 3 Stunden. Das ist eine Gefahr für Gesundheit und Leben. Die Getränke habe ich noch gar nicht mitgenannt. Menschen müssen genug trinken. Das erfordert auch
gerade ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen. Das erfordert, dass Pflegekräfte vorhanden sind, die sich diesen pflegebedürftigen alten Menschen zuwenden und ihnen Getränke anreichen. Sie unterstützen dabei, Getränke aufzunehmen für ihre Flüssigkeitsbilanz. Ja, wer einigermaßen in der Pflege Bescheid weiß, der weiß, wie viel von einer ausreichenden Flüssigkeitsversorgung des Körpers abhängt. Schauen wir uns einmal an, wie Pflegende berufspolitisch vertreten werden. Wir haben an oberster Stelle den Deutschen Pflegerat, der seinerseits als ein an der Spitze der selbstverwaltenden Pflege steht. Daneben gibt es Berufsverbände wie den DBFK, Gewerkschaften, keine speziell auf Pflegeberufe orientierte Gewerkschaft, aber es gibt Gewerkschaften, die für die Pflegeberufe auch offen sind. Und es gibt die Pflegekammern, über deren Sinn oder Unsinn in vielen Bundesländern gestritten wird. Ich glaube, das, was hier links außen steht, das zeigt schon das Dilemma. Nur jeder zehnte Pflegende engagiert sich in einem Berufsverband. Das ist sicherlich ein Problem, diese mangelnde Beteiligung der an der Basis tätigen Pflegekräfte. Aber wer Überstunden leistet und förmlich auf dem Zahnfleisch nach Hause schleicht, hat der dann noch Kraft, sich berufspolitisch zu engagieren? Kommen wir zur Situation der Pflegeempfänger. Sie sehen in dieser Tabelle, wie hoch der Eigenanteil ist, hier hinten in dieser rosafarbenen Spalte. Hier sehen wir also, wie hoch der Pf Eigenanteil ist, den ein Pflegeempfänger bezahlen muss aus seinem Ersparten, aus seiner Rente, wenn er in ein Pflegeheim einzieht. Und zwar Monat für Monat. Das ist ein Beispiel. Das können Sie in anderen Häusern sicherlich noch teurer erleben. Viel preiswerter werden Sie es nicht finden. Und Sie erkennen wahrscheinlich leicht, dass man schon eine ordentliche Rente braucht, um diesen Betrag aufbringen zu können. Am Anfang des Vortrages habe ich Sie eingeladen, eine Schätzung abzugeben, welchen Teil Sie glauben, von Ihrer Rente für die Pflege in einem Heim aufbringen zu müssen. Jetzt können Sie Ihren Tipp vergleichen mit der derzeitigen Realität. Nun, wie hoch Ihre Rente ist oder sein wird, weiß ich nicht. Aus meiner Berufspraxis weiß ich, immer mehr ältere Bürgerinnen und Bürger können diese Eigenanteile nicht mehr aus ihren Renten oder aus ihrem Ersparten erbringen. Sie müssen dann einen Antrag auf Hilfe zur Pflege beim Sozialamt stellen. Und das Sozialamt prüft dann, ob Vermögen vorhanden ist. Also der ältere Mensch darf 5.000 Euro behalten als Selbstbehalt. Er muss ja von irgendwas auch noch die Beerdigung bezahlen. Und ansonsten bekommt er dann künftig ab Tag des Einzuges in das Heim ein Taschengeld von monatlich circa 116 Euro. Der Rest der Rente geht in die Deckung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Heim. Ne, plus die Differenz, die dann vom Sozialamt übernommen wird. So sieht das dann aus. Von einer Lebensleistung ist dann nichts mehr übrig. Es geht alles in die Pflege hinein.
Fassen wir die Ist-Situation zusammen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass bei sinkender Pflegequalität, weil durch Personalmangel Zeit fehlt für Anreichen von Nahrung und Getränken, für den Wechsel von Inkontinenzmaterial zum Lagern und für Gespräche, der Eigenanteil ständig steigt. Also, weniger gute Pflege wird immer teurer. Eine Gruppe dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Es sind die pflegenden Angehörigen Deutschlands preiswertester Pflegedienst. Diese Personengruppe scheint für die Politik gar nicht zu existieren. Eltern, Partner, Kinder werden in der Regel pflegebedürftig in der Zeit, in der der oder die pflegende Angehörige selbst noch im Berufsleben steht. Plötzlich steht Mann oder Frau enormen Herausforderungen gegenüber. Und ja, es sind in der Regel mehr die Frauen, die pflegen. Statistisch belegbar, im Moment sind es immer noch mehr die Frauen. Erforderliche Verkürzung der Arbeitszeit, emotionale und körperliche Forderung und Überforderung und völlig unzureichende Unterstützung. Hier liegt ein ganz, ganz dringender Handlungsbedarf. Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, brauchen mehr Unterstützung, Achtung und Anerkennung. Die Gleichsetzung des Pflegegelds, welches der Pflegeempfänger beantragen kann, mit der Höhe der Sachleistung, die ein Pflegedienst für seine Leistung erhält, wäre hier ein kleiner Anfang. Auf dieser Folie sehen wir ein Beispiel für die Kostenberechnung in der Verhinderungspflege. Verhinderungspflege kann unter anderem beantragt werden, wenn ein pflegender Angehöriger oder eine pflegende Angehörige eine Auszeit benötigt. Da die Kosten für die Pflege immer mehr steigen, nimmt die Anzahl der möglichen Verhinderungspflegetage je nach Einrichtung immer mehr ab. Das heißt, auch hier die pflegenden Angehörigen haben weniger Möglichkeiten, sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. Ab dem 1. September gilt das Tariftreuegesetz. Nun habe ich ja ein Stück weiter oben im Vortrag auf die veränderungswerte Situation der Gehälter von Pflegenden hingewiesen. Insofern freue ich mich für die eines Teils darüber, dass Pflegeeinrichtungen, auch wenn sie nicht tarifgebunden sind, verpflichtet werden, nach diesem Gesetz trotzdem in Höhe des Tarifs Gehälter zu zahlen. Nur sehe ich auch auf der anderen Seite, dass die Mittel für die Gehaltserhöhungen ja irgendwo herkommen müssen. Wer bezahlt die denn? Die liegen auf den Schultern der Zahler des Eigenanteils, also auf den Schultern der Pflegeempfänger, die in die Heime einziehen. Explodierende Preise. Und damit sind die Bürger jetzt und heute und hier schon überlastet. Die Pflegeversicherung ist noch nicht mal eine Teil-Kasko-Versicherung. Wird so gern benutzt von den Politikern, dieser Begriff Teil-Kasko-Versicherung. Ist sie nicht. Ist sie überhaupt nicht mehr. Die Leistungen sinken, es fehlen Pflegekräfte. Aber andererseits steigen die Lebenserwartungen, es werden mehr ältere Menschen und damit verbunden wird auch die Anzahl der Pflegebedürftigen steigen. Jetzt komme ich zu der Feststellung, das Problem liegt im System. In allem,
was im Vortrag bisher zur Sprache kam, entlarvt sich der Kapitalismus als ein Gesellschaftssystem, in dessen Zentrum nicht der Mensch mit seinen Bedürfnissen, sondern das Gewinnstreben und die Vermehrung materiellen Reichtums auch auf Kosten der Gesundheit der Menschen und der Ressourcen der Natur steht. Es ist höchste Zeit, über Veränderungen nachzudenken. Wie muss eine Gesellschaft aufgebaut sein, in deren Zentrum es um den Menschen geht? Welche Werte wollen wir in unserer Gesellschaft zugrunde legen? Lasst uns diskutieren. Ein paar Anregungen gebe ich gerne. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gehören entprivatisiert. Transparente Bürgervertretungen sollen die Arbeit der vergesellschafteten Einrichtungen kontrollieren. Warum beginnen wir nicht bereits in Schulen, Kindern und Jugendlichen die Bedeutung und den Wert von solidarischem, generationsübergreifendem Handeln und natürlich auch der Pflege nahezubringen? Entlasten wir wirksam Angehörige? Diese Forderungen nach einer dem Menschen zugewandten Gesellschaftsordnung sind nicht neu. In der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation von 1948 ist nicht nur der Anspruch jedes Menschen auf einen angemessenen Lebensstandard verankert, sondern auch, dass die Regierungen die Verantwortung für die Gesundheit der Völker tragen und in der Pflicht sind, die erforderlichen hygienischen und sozialen Vorkehrungen zu treffen. Was haben die deutschen Regierungen in den letzten 30 Jahren getan, um dieser Pflicht zu entsprechen? Präventionsleistungen sind seit Mitte der 90er Jahre immer weiter zurückgefahren worden. Die Pflege und auch viele Krankenhäuser wurden privatisiert. Der Pflegeberuf wurde immer unattraktiver gemacht, auch dadurch, dass eine faire und leistungsentsprechende Bezahlung nicht angepasst wurde und gar nicht erreicht wurde. Es ist ja nun auch schon lange bekannt, dass wir in diesem Zustand sind, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Es ist schon lange bekannt, dass die demografischen Veränderungen dazu führen werden, dass wir viele alte Menschen in der Gesellschaft haben und wenig junge, die schlussendlich auch in die Beitragskassen einzahlen und die dafür sorgen, dass dass die alten Menschen dann auch versorgt werden können. Es waren immer nur Reförmchen, Reförmchen. Und was mich auch persönlich immer sehr, sehr schmerzt, ist, dass der Patient unterm Strich zum Produktionsmittel gemacht wird. Der alte Mensch, der in das Pflegeheim einzieht, ermöglicht einen bestimmten Betrag X von der Pflegekasse zu bekommen und darf, also es ist die falsche Reihenfolge. Verstehen Sie mich recht, so kann ein Gesundheitssystem nicht funktionieren. Menschen dürfen nicht Zahnrädchen sein in dieser Maschinerie des Geldmachens. Als Lebens- und überlebenswichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens darf Gesundheits- und Pflegewesen nicht in privater Hand liegen und gewinnorientiert betrieben werden. Das Gesundheits- und Pflegewesen gehört in die Hand des Staates und damit in die Hand des Volkes.
Und wie mal ein sehr kluger Mann gesagt hat, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sollte es eine Kontrolle der staatlichen Verwaltung des Gesundheits- und Pflegewesens geben, durch ein unabhängiges und transparentes Bürgergremium. Die Grundsätze unserer Verfassung sind ein durchaus taugliches Instrument zur Ausgestaltung einer am Menschen orientierten Gesellschaft. Das tatsächliche Leben hat sich, so meine ich, in bedenklicher Weise von diesen grundlegenden Prinzipien entfernt. Es ist höchste Zeit, dass wir Menschen und auf unsere Rechte, aber auch auf unsere Pflichten besinnen, dass wir uns auf unsere Rechte, aber auch auf unsere Pflichten besinnen, denn alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Steht auf aus den Sesseln und macht mit, gestalten wir unser Leben. Denn wie formulierte es ein großer Philosoph unseres Landes? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Danke für Ihre, danke für eure Aufmerksamkeit. Es darf jetzt gerne diskutiert werden.